Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, wieder bei unserem GVC-Hauskirchen-Video. Daniel ist super spannend. Ich hoffe, ihr habt euch auch richtig gefreut heute auf Kapitel 2. Nachdem wir jetzt mal so die Einführung hatten vom letzten Mal, dass Daniel da von Anfang an ein gutes Fundament gebaut hat, auf der er dann seine Berufung in Babylon richtig leben konnte, gehen wir heute direkt in das Nächste. Es ist sozusagen eine Belohnung von Gott. Gott hat gesehen hier, Daniel ist treu und dann gibt er ihm direkt eine Aufgabe, wo Nebukadnezar, ich sag mal so, vom Sockel gehauen wird, ja, oder aus den Socken geschmissen. Also Nebukadnezar war ja vorher schon begeistert von Daniel und seinen drei Freunden, weil sie schlauer und schöner und besser waren wie alle anderen, 10-mal so schlau. Aber anscheinend ging das so ein bisschen verloren, weil, wir werden das gleich lesen, ja, Daniel gar nicht so die erste Wahl von Nebukadnezar war. Bitte lest jetzt mal das erste Kapitel und dann kommen wir zu den drei Punkten, die ich euch heute mitgeben will. Daniel 2. Gut. Wie immer natürlich sehr gehaltvoll. Ihr habt auch gemerkt hier, wow, das ist sehr prophetisch. Da geschehen natürlich Dinge, die heute in Erfüllung gehen. Und an dieser Stelle ermutige ich euch nochmal sehr, den Offenbarungskurs 2 zu machen, die Zeichen der Zeit erkennen. Da gehe ich nochmal richtig auch auf diese Vision, aber auch auf die anderen Visionen von Daniel ein. Und da werden wir so viel erfahren, was heute passiert. Aber ich möchte mit euch heute drei Punkte rausnehmen. Das allererste ist Vers 21. Ich finde das so klasse. Also ihr habt ja gesehen, Nebukadnezar hat Daniel anscheinend ein bisschen vergessen. Also kann auch passieren, ja. Also haben wir mal richtig viel Einfluss, läuft geistlich richtig gut und dann läuft das so ein bisschen ruhiger. Das heißt aber noch lange nicht, dass Gott nicht mehr wirkt, sondern alles hat immer seine Zeit. Ja, immer wenn die Zeit erfüllt ist, geht es weiter. Und dann ist es aber Daniel, der sagt, der will die anderen Wahrsager und Zauber retten und sagt, hey, Nebukadnezar hier, warum willst du die töten? Das kann ja nicht wahr sein. Und dann sagt Nebukadnezar ihm die ganze Geschichte und dann sagt Daniel, oh, gar kein Problem. Gib mir ein bisschen Zeit, Gott wird es mir verraten. Und ich finde es so cool, wie Daniel reagiert, als Gott ihm in einem Traum erklärt, was da vor sich geht. Und das ist etwas, ohne das werden wir die Endzeit nicht überstehen. Das Erste, was Daniel macht, ist, er sagt hier, Gott, du bist der Hammer, gelobt sei der Name Gottes in Ewigkeit. Und ich kann mir sogar vorstellen, weil es nicht an Gott gerichtet ist, sondern an eine nächste Person, dass Daniel das sogar ausgerufen hat. Der ist rausgegangen und hat gesagt, hey Leute, dieser Gott ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihr Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nur bei ihm ist das Licht. Ihr Lieben, Gott hat jeden einzelnen Präsidenten eingesetzt. Es gibt eine andere Stelle, jedes Volk hat den König, den es verdient. Er setzt manchmal Könige ein, um ein Land kaputt zu machen, weil dieses Land das so erwählt hat, weil es gottlos ist. In gewisser Weise kann man sagen, er lässt es zu. Ja, wenn wir gottlos sind oder Gottlosigkeit zulassen, werden wir eine gottlose Regierung haben und eine gottlose Regierung zerstört ein Land. Aber er ändert Zeit und Stunde. Ich finde auch immer noch faszinierend, dass Jesus Christus das Jahrpunkt Null ist. Dass Jesus Christus heute in einer säkularisierten Gesellschaft absolut gottlos ist. Die Zeitrechnung mit ihm immer noch beginnt. Mein erster Punkt für eure Kleingruppen ist, gibt es in deinem Leben einen Punkt, wo du nicht ganz gewiss bist, dass Gott das in der Hand hat
und Gott das zu dem werden lässt, zu dem er es werden lassen will. Ja, sein Wille geschehe. Also ich weiß sofort in meinem Leben Punkte, wo ich mir Sorgen mache, wo ich denke, oh, das hat Gott, glaube ich, nicht in der Hand. Also, oh, da muss ich doch noch mal irgendwie mehr machen, ja? Oder ich zerbreche daran. Lass Gott, auch Gott, über jeden Lebensbereich sein. Auch den, der dich in die Verzweiflung treibt, wenn du im alten Menschen bist. Aber zu wissen, auch hier hat Gott einen Zeitpunkt, und das spreche ich dir zu. Ich spreche das auch prophetisch jetzt in einzelne Leben hinein. Gott hat einen Zeitpunkt, wo er etwas wieder löst, was momentan in der Knechtschaft ist und momentan nicht so, wie es sein soll. Gott hat einen Zeitpunkt für Heilung. Gott hat einen Zeitpunkt für Befreiung. Gott hat einen Zeitpunkt, einen Menschen zu sich zu bekehren, etwas ihn erleben zu lassen, wo er erkennt, Gott ist Herr. Er hat Nebukadnezar auf die Knie gezwungen. Okay? Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab, er setzt Könige ein. Der nächste Punkt. Dann kommt also dieses Standbild. Wir wissen heute Babylon als Kopf, dann Brust und Silber, also silberne Brust und Arme für das persische Reich. Dann kommt der bronzene, Bronze ist so ein bisschen goldähnlich, aber nicht so wertvoll. Die Griechen, die ja ganz schnell gekommen sind und ganz schnell wieder niedergefallen sind. Und dann kommt das Eisen, das sind die Beine, das römische Reich, was ja heute sich sozusagen aufgelöst hat in das, was wir heute haben. Und das ist auch spannend, also da vermischt sich der Eisen mit Ton. Und da möchte ich ein bisschen einsteigen. Das ist mein zweiter Punkt. Das kommt auch viel tiefer in den Offenbarungs-2-Kurs rein. Also das erstens, alle Weltreiche sind eine Person. Hinter allem steckt Satan, der die Welt beherrschen will, will mit dem Menschen in Besitz nehmen und Gott von der Bildfläche verschwinden lassen will. Am Ende wird, wenn das letzte Reich zerstört wird, wird damit auch alles andere zerstört. Es wird nie mehr wieder aufsteigen. Dann wird Jesus kommen. Und dieser Stein, der zum Berg wird, wir werden das noch erleben, vielleicht nicht, wenn wir leben. Ich weiß nicht, ob ich das leiblich erleben werde oder im Himmel erleben werde, aber egal wie, werden wir es sehen. Dass dieser letzte Moment kommt, da kommt ein Stein, das wird prophetisch noch deutlich werden in der Offenbarung, wird es ein bisschen deutlicher, werde ich im Offenbarungs-3-Kurs richtig machen. Ich glaube zutiefst, dass das Volk Gottes damit zusammenhängt, dass das Volk Gottes auch Teil des Steines ist. Aber dieser Stein wird fallen, er wird auf die Füße fallen und dann wird er zu einem Berg werden. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass in dem Stein das Volk Gottes steckt. Weil dieser Stein wird zu einem Berg und zu einer Regierung über die Welt, die aber durch Jesus Christus geschehen wird im tausendjährigen Reich. Was bedeutet Eisen und Ton? Wir haben hier diesen Vers, aber zu der Zeit, dieser König wird der Gott des Himmels, und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt an den Zehen, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nichts aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Viele Deutungen sind, und ich denke, das ist eine gute Deutung, ist das, was heute geschieht, diese ganzen Immigrationsbewegungen, ist natürlich auch eine Strategie, um die Welt zu beherrschen. Weil je stärker eine Nation ist, desto weniger ist es möglich, diese Nation von außen zu regieren. Also wenn ein König damals ein Weltreich aufgebaut hat, zum Beispiel die Perser waren da ziemlich gut drin, dann musst du ja ein Land mit einer anderen Sprache und einer anderen Kultur unter dich bringen. Was die gemacht haben, ist, Menschen von dort, wie Nebukadnezar, die Israeliten, zu sich ins Reich zu holen und Menschen von der eigenen Kultur dorthin zu bringen. Früher hat man auch Könige, dann haben die ihre zwei Könige, haben ihre Kinder verheiratet, um ein Land zu verbinden und damit an Macht zuzunehmen.
Das ist definitiv eine Möglichkeit, zu sagen, dass was mit Immigration geschieht, dass immer mehr Nationen durchmischt sind, so durchmischt wie niemals zuvor. Das muss man sich nochmal merken. Ja, das gab es noch nicht, dass in einem Land so viele verschiedene Nationen, Kulturen und Religionen waren. Gab es noch nicht. Ja, ist eine Erfüllung von diesem Vers. Aber die zweite Erfüllung ist meines Erachtens Transhumanismus, wo sich Eisen, Maschine, und im Originaltext heißt das nicht verheiraten, sondern mit Menschensamen sich vermischen, wo Maschinen sich mit Menschen vermischen. Und das wird der Zeitpunkt sein, wo es eigentlich sehr, sehr stark erscheint, aber so schwach ist, dass es zusammenfallen kann. Mein zweiter Punkt ist, wo merkst du heute, dass die babylonische Regierung, dass sie spröde wird? Weil wir haben ja erstmal groß Angst, denken, oh Backe, ist alles so, alle sind mächtig und so weiter, sie überflügeln uns. Wo merkst du, dass sie heute schon schwach ist, dass es bröselt, dass es nicht mehr hält? Und wenn der Stein kommt, dann wird es, hier heißt es wirklich, in Ewigkeit, dieser neue König wird in Ewigkeit sein Reich mit seinem Vollkommen und die Erde in Besitz nehmen. Er wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Und zermalmen und zerstören dürfen wir uns an den Worten nicht stoßen. Das heißt jetzt nicht körperlich zerstören, sondern es wird einfach, das Böse wird kaputt gemacht werden. Und jetzt kommt das Dritte. Wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du das Geheimnis hast offenbaren können, ist die Reaktion von Nebukadnezar. Wo hast du die Möglichkeit, in deinem Alltag einer anderen Person die Macht und Kraft Gottes zu zeigen? Schreib das heute mal auf. Betet hier mal füreinander. Und ich sage dir mal ganz, ganz simpel, wenn du niemanden weißt, dann guck mal, wer ist krank. Und dann gehst du hin und sagst, ich habe hier einen Gott, der ist mächtig und kräftig, wie Daniel, der ist da hingegangen. Darf ich für dich beten? Ich glaube, dass Gott dich gesund macht. Und dann erklärst du ihm das Evangelium und fragst ihn noch, ob er sich bekehrt, betest für ihn und erwartest, dass Gott hier heilend eingreift. Ja? Also erster Punkt, nochmal für alle. Erster Punkt ist, wo in meinem Lebensbereich möchte ich Gott nochmal als König nehmen und ihm vertrauen, dass er dieses Problem zu seiner Zeit löst? Erstens. Zweitens, wo sehe ich in dieser starken Welt, im starken Babylon, schon die Punkte, die bröselig sind, wo eigentlich dieses starke babylonische Reich schwach ist? Zweitens. Drittens, wo kannst du einem anderen Menschen die gewaltige Macht Gottes zeigen, indem du für ihn betest, indem du vielleicht ihn fragst, ob er einen Traum hat und du ihn deuten kannst, aber da mutig wie Daniel voranzugehen. Ich weiß, dass das drei schon ziemlich umfangreiche Fragen sind. Ihr könnt euch auch eine Frage aussuchen und die Runde machen. Wie auch immer, ich wünsche euch Gottes reichen Segen in dieser unglaublichen Kraft und Macht Gottes und mit der guten, mit der dollen Erwartung, dass er wiederkommen wird. Und dieses Babylon zerstören und sein Reich aufbauen. Tschüss.